Willkommen zu Let's Play Castlevania Lords of Shadow 2. Ja, den ersten Teil habe ich ja jetzt durchgespielt und fand den mega episch, mega super. Und durch die Reviews und sowas, die das Spiel bekommen hat und sowas, bin ich schon, nicht abgeneigt, das Spiel zu spielen, sondern meine Erwartungen an dieses Spiel wurden ein bisschen zurückgeschraubt. Einfach nur, damit ich dann immer noch so einen Wow-Effekt habe von dem Spiel, vielleicht, eventuell. Muss ich mal abwarten. Ich freue mich auf jeden Fall mega sehr auf dieses Spiel. Ich habe mich, seitdem ich den ersten Teil durchgespielt habe, wirklich so mehr oder weniger die Tage gezählt, bis dieses Spiel rauskommt. Und da hatte ich auch noch keine Zeit, dieses Spiel da endlich zu spielen, als es rauskam. Und jetzt ist es endlich soweit. Und jetzt wird das hier auch gezockt bis zum geht nicht mehr. Wird wahrscheinlich genauso heftig durchgezockt wie der erste Teil, weil den habe ich auch angespielt. Und von einem Tag auf den nächsten ging es dann quasi von Aufnahmesession zu Aufnahmesession. Und ja, ich bin gespannt, wie dieser Teil sein wird. Darum starten wir jetzt einfach mal das Spiel. Das Spiel speichert automatisch. Nein, das hat der Vorgänger auch getan. Merkwürdig. Schwierigkeitsgrad. Wir hatten beim letzten Mal, bis auf den allerletzten Endboss vom DLC, dann auf einfach gestellt. Vorher hatten wir da auf normal. Und ich denke, wir machen das hier auch auf normal. Also Kreatur der Nacht. Erlebt. The Brotherhood Siege is in vain. I am Dracoon, Prince of Darkness. Sowas aber auch. Ja, das haben wir schon erfahren durch den ersten Teil. Mir gefällt immer noch so eine Einrichtung. Die möchte ich auch haben. Aber ich glaube, die kriege ich nicht. Mm-mm. So, und dann luken wir mal durch das kleine Fensterchen hier, was kein Fenster ist. Aber wir gucken da trotzdem durch. Und da sitzt der Prinz der Finsternis auf seinem Thron. Wartet einfach nur die Zeit ab. Aber wieso, weshalb, warum? Das weiß man nicht. Auf was wartet er? Er hat lange Fingernägel. Da klopft einer an. Die klopfen ganz schön heftig. Ich mache aber niemand die Tür auf. Billigmetall, weg damit! Okay. So, und jetzt können wir schon selber steuern. Er speichert. Willkommen bei dem Tutorial zu Castlevania Lords of Shadow 2. Drücke A, um fortzufahren. Nee, das kann ich nicht. Also, das Spiel ist unspielbar. Ich muss A drücken. Okay. So, ich kann die Kamera drehen, ich kann mich bewegen, ich kann springen, ich kann Direktangriff machen, ich kann Flächenangriff machen. Das ist so wie im Vorgänger auch. Ja, also von daher bisher noch nicht wirklich schwer. Mein Arm leuchtet rot. Ey! Hättet ihr nicht die Klinge benutzen können? Meine Güte. Natürlich ein Rambock aus Gold. Und da kommen Blechbüchsen raus. Och, toll. Sie haben Angst. What a timely coincidence. Ein Kelch, sie zu knechten. Dying for a little drop of blood. So, dann nutzen wir mal unsere schönen Vampirzähne, um die hier erstmal einmal fertig zu machen. Blocken ist im Kampf unerlässlich. Zur perfekten Zeit sind verheerende Gegenschläge möglich. Na dann, gucken wir mal. Bam! Und zack, da geht er. Down geht er. Na, also die Steuerung hat sich zum ersten Teil jetzt nicht wirklich verändert. Ich habe von dem Spiel hier
mal die Demo gespielt, kurz vor Release. Da wurde dann schon ziemlich schnell bekannt, also für mich jetzt klar, aha. Ne? Und muss ich auch noch ausweichen hier. Ist ja unglaublich, dass sich das Kampfsystem so an sich nicht wirklich verschlechtert hat. Ist eigentlich der Großteil beibehalten worden. Wenn nicht sogar noch teilweise etwas sich flüssiger oder besser halt anfühlt von dem ganzen Zeug her. Ne? Und mir gefällt es bisher. Wie gesagt, die Demo habe ich halt bisher nur gespielt. Ne? Das muss ja nichts heißen. Ich weiß ja nicht, wie der restliche Spielverlauf hier sein wird. Aber wir werden es herausfinden. Ja, jetzt kann ich ihn auch noch schön aussaugen mit meinen vampirischen Fähigkeiten. Und das werde ich auch machen. Und zack. Aber zur Seite bitte, damit ich rankomme. Danke. Nom 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 nom. Lecker Blut. Sehr eisenhaltig. So. Nein, ich glaube nicht, dass ich dir gehöre. Aber lass das mal, nicht nett. So, komm. Ah, ja, ausweichen. Ich bin ein bisschen raus aus dem ganzen Spiel, muss ich ehrlich sagen. Einfach, also von der ganzen Spielmechanik her. Muss ich mich da immer wieder einfinden in das ganze Zeug hier. Aber wir kriegen das hin. Hey, geh weg. So. Die Kombos vom ersten Teil haben wir teilweise auch noch übernommen. Das gefällt mir. So. Steelbein hier. Verwende das leere Schwert, um einen Feind ein Leben zu entziehen. Drücke LB. Magic. So. On guard, ihr Penner. Ihr Penner des heiligen Lichtes und bla, irgendwas von wegen Tod und Verderben. So. Komm ran hier. Genau, weich aus. Perfekt. Mir gefällt halt auch, dass hier durch die Gegend sliden hier, sag ich mal. Und dann einfach alle hier fertig machen. Gefällt mir diese Ausweichtechnik. Ich meine, es ist nicht wirklich viel anders als jetzt rumzurollen oder sowas, aber... Ne? Ist halt... Weiß nicht. Fühlt sich dann doch ein bisschen schneller und besser an, meines Erachtens nach. Aber ist halt jedermanns anderer Geschmack, ne? So, der ist auch weg. Was kommt jetzt? Oh nein! Er hat ein diabolisches Schild auf Tote Ultradoom. Was machen wir nur? Was noch machen wir nur? Wir drücken RB für die Chaoskrallen. Die Chaoskrallen machen einfach mehr direkten Schaden. Also drauf da, bis das Schild weggeglüht wird hier. So, und da hauen wir den Typen aus seiner Rüstung raus, würde ich sagen. Oder wir zersplattern ihn. Das geht auch. Hauptsache ist er aus der Rüstung raus. So. Ihr da. Ihr seid dem Tode geweiht. So, ja, das ist die Erinnerung. Ja, das ist ja nett. So. Komm, alle weg hier. Alle weg, alle weg, alle weg, alle weg, alle weg, alle weg, alle weg. Geht, wo ihr wohnt. Komm, nehmen wir mal wieder das Schwert hier. Es hat eine höhere Reichweite. Oder wir lassen das Schwert einfach mal. Geht natürlich auch. Was? Ich will jetzt nicht mal leeres Schwert verwenden. Lass den Tipp hier. Aua. Aua. Lass mich aufstehen. So viel Zeit muss sein. So. Gut, komm. Machen wir das mal. Einfach nur, damit er die Fresse hält mit seinem komischen Tutorial hier. So. Der ist weg. Jetzt auf euch, Penner hier. So, das war's mit denen. Bei der Macht von Dracul schiebe ich dich weg. Und noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Ja, und wer zahlt mir jetzt die Tür? Muss ich wieder alles selber zahlen hier. Es ist echt schlimm. So. Dann kommen wir jetzt zu den Parkour-Übungen hier. Na, man kennt das vielleicht noch aus dem ersten Teil. Man kann hier überall halt lang klettern, um dann halt voranzukommen.
Und auch das hat sich hier in diesem Teil nicht wirklich geändert. Ja, außer halt, dass man jetzt hier sich den Weg kennzeichnen kann. Ich kann es mal ganz kurz zeigen. Warte. Nicht so, nein, so auch nicht. Sondern halt, ne, man kann hier LT drücken, um dann hier überall ranzukommen. Falls man auf einmal nicht weiß, wo man auf einmal lang gehen soll. Ist ganz nett eigentlich, weil manchmal wusste ich ja beim ersten Teil schon nicht so wirklich, wo ich jetzt lang klettern kann, wo nicht. Und, ich meine, ich habe es ja dennoch geschafft. Aber so, es ist schon eine Hilfe. Es läuft aber wütend hier zum Vorhang. Alles steht in Flammen. Oh nein, ein riesiger Golem. Die haben wir schon lange nicht mehr gesehen, so riesige Golems. Hey, ich hab's auch nicht vermisst. Nur ist der von Gott geschickt worden. Scheiß möchte gern Engel. Ich bin kein Monster. Okay, vielleicht bin ich eins. So, dann gehen wir halt mal schön auf ihn drauf hier. Nehmen hier auch gleich das leere Schwert. Im Moment ist es halt noch so, dass wir die Energien, die wir jetzt hier links und rechts haben, nicht wirklich leer gehen. Ich hoffe, dass sich das hier noch ändert. Weil sonst ist das ja schon ein bisschen... jetzt komm. Sonst ist das ja so ein bisschen schon echt einfach gemacht, wenn nicht mal die Energien wirklich leer gehen, so wie im ersten Teil. Dann muss ich persönlich halt mit den Energien ein bisschen mehr haushalten oder sowas. Und das ist für andere natürlich wieder was anderes. Andere machen da so viele Kombos und alles, dass es alles gar kein Problem ist. Ja, nur für mich ist es wieder, ich weiß auch nicht. Ich habe ja kein Skill, kennt man ja. So, jetzt komm, geh mal rauf hier. Aua. Nee, da. Meine Güte, ey. Ist mir jetzt aber, ne? Geht mir ganz schön auf den Keks hier. Und dann versuche ich auch noch zu blocken und ich kann es mal wieder nicht, ne? Weil, darum. Aua. Okay, das konnte ich nicht blocken. So, bam. Jetzt habe ich mal synchron geblockt hier. Komm, geh weg. Komm, komm doch. So. Wenigstens das kann ich jetzt mal so 2 Sekunden lang. So, greif mich wieder an. Genau. Du hast keine Chance, Penner. Du weißt es nur noch nicht. Du stoßt mich immer wieder so ein bisschen weg hier. Genau, schlag wieder zu hier. Oder auch nicht. Mädelwumpe, komm. Komm, komm doch. Traust dich nicht. Okay, du traust dich. Musste das jetzt sein, Kollege? Komm ran hier. Ey. Komm schon, so viel hältst du doch gar nicht mehr aus hier. Ich sagte, so viel hältst du nicht mehr aus. Geht doch. Meine Güte. Kampf geht in die Runde 2. Jump! Okay. Ach, jetzt kommen wir Blechdüchsen. Blechbüchsen, meine Güte. So. Die kriege ich aber. Die sind ja keine wirklich schweren Gegner. Aua.